Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ihr Lieben, schnallt euch an, der Zölibat. Ich möchte mal ganz kurz da erklären zuallererst, was darunter verstanden ist. Ganz sachlich betrachtet heißt Zölibat die Verpflichtung, nicht zu heiraten. Weil in der Kirche gibt es diese quasi die einzige Möglichkeit, die Sexualität in vollkommener Weise zu leben, ist die Ehe, und deswegen verzichtet der Priester dann auch auf die ausgelebte Sexualität mit einem Geschlechtspartner. Das gehört ganz sachlich dazu. In der lateinischen Kirche ist es die Voraussetzung für die Priesterweihe. In den anderen Kirchen, die die Priesterweihe kennen, den orthodoxen Kirchen, ist es zum Beispiel nur eine Voraussetzung für die Bischofsweihe. Der Kandidat muss in der römisch-katholischen Kirche aus freien Stücken öffentlich und lebenslang diese Verpflichtung übernehmen. Ich möchte drei Punkte in dieser Predigt mal ansprechen. Drei Punkte. Das erste ist Missbrauch und Zölibat. Das zweite ist Zölibat und Bibel. Und der dritte Punkt ist, warum ich zölibatär lebe. Einfach ein kleines Zeugnis. Ich sehe mich zu Punkt 1 leider aufgrund der aktuellen Debatten gezwungen. Also wenn ihr sagt, ihr könnt es nicht mehr hören, dann steckt euch Oropax in die Ohren. Ich möchte es trotzdem kurz einfach statistisch anschauen, damit nicht wieder dann im eigenen Herzen oder in den Kommentaren oder im eigenen Herzen das dann so vorkommt, so nach dem Motto, das wird ausgespart. Statistisch gesehen muss man zwei Sachen erstmal festhalten. Es gibt eingehende Studien dazu aus Deutschland, Frankreich, Amerika. Auf die berufe ich mich jetzt. Sind auch auf Wikipedia nachzulesen, wenn man es ganz einfach haben will. Erstens, die Missbrauchsdaten von zölibatär lebenden Männern entsprechen dem sonstigen gesellschaftlichen Durchschnitt. Also es gibt da keine besondere Korrelation. Zweitens, die Missbrauchsdaten innerhalb der Kirche entsprechen denen anderer Institutionen, die mit Kindern arbeiten. Das entschuldigt keine einzige Tat, das macht den Umgang der Kirche mit diesen Taten nicht besser, das ist keine Entschuldigung für irgendetwas, aber es entkräftet klar den Zusammenhang, der immer wieder aufgrund von was auch immer in den Medien oder bei den Köpfen der Leuten vorkommt, dass es einen Zusammenhang, eine Korrelation zwischen zölibatärem Leben und Missbrauchs oder der Gefahr quasi missbräuchlich zu agieren gibt. Diese Korrelation gibt es nicht, statistisch nicht, ist nicht da. Ende 2012 gibt es eine große forensische Studie dazu, die zu dem Schluss kommt von Norbert Leygraf von der Universität Essen-Duisburg. Sexuelle Missbrauchshandlungen auch innerhalb der katholischen Kirche werden aus Beweggründen begangen, die sich überwiegend dem normalpsychologischen Bereich zuzuordnen lassen und nicht einer krankhaft oder gestörten Psychopathologie entspringen. Jetzt kommt's, man mag dem Zölibat kritisch gegenüberstehen, aber eine Koppelung der Debatten um sexuellen Missbrauch durch Geistliche und dem Zölibat entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Grundlage. Die Verantwortung für sexuelle Missbrauchshandlungen ist bei den Tätern zu suchen und kann nicht auf die Institution katholische Kirche übertragen werden, wie es in der derzeitigen medialen Berichterstattung häufig der Fall ist. Laut Studie liegen bisher, Zitat, keine empirischen Befunde vor, die belegen können, dass ein gewollter oder ungewollter Verzicht auf Sexualität und oder Partnerschaft das Risiko für Sexualdelikte erhöht. Das ist einfach mal wichtig zu hören. Das ist noch nicht der Inhalt der Predigt, keine Angst, aber es ist Präludium. Der Theologe und Psychiater Manfred Lütz weist darauf, dass, Zitat, nicht selten das Zölibatsgebot zu den, Zitat, verlogenen Entschuldigungsstrategien der Täter gehöre und man unbeabsichtigt das Geschäft der Täter betreibe, indem man den Zölibat als mögliche Ursache nenne. Auch interessant. So, jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Es war nochmal wichtig, das klarzustellen. Punkt 2, Zölibat und Bibel. Wir haben heute den Timotheusbrief gehört, der ja eigentlich eher das Gegenteil vermuten lässt. Deshalb soll der Bischof ein Mann ohne Tadel sein, nur einmal verheiratet, nüchtern, besonnen, von würdiger Haltung, gastfreundlich, fähig und zu lehren. Daraus leiten viele ab, dass der Zölibat nicht biblisch ist. Ganz so einfach ist es nicht.
weil die rein wörtliche Auslegung dieser Bibelstelle, die würde zu anderen Absurditäten führen. Ein Beispiel: Wenn er der Mann einer einzigen Frau sein soll, dann würde nach derselben Logik seine Kinder in jeder Hinsicht untertan und ehrerbietig zu halten bedeuten, dass er Kinder haben muss. Also wenn er nur der Mann einer Frau sein sollte, im selben Satz dann steht, seine Kinder sollen so und so sein, müsste in derselben Logik natürlich rauskommen, er muss Kinder haben, wird aber auch von keinem vertreten. Also rein wörtlich kann man diese Bibelstelle nicht sehen, aber, und das muss man ganz klar sagen, es war nicht immer der Fall, dass Priester zölibatär leben mussten oder dass das auch eine Verpflichtung war. Das muss man einfach so festhalten. Aber ist es der Zölibat auch biblisch begründbar? Ja, das ist er auch. Man muss natürlich sagen, das Judentum hatte für den Zölibat überhaupt nichts übrig, erst einmal. Weil im Judentum war es ein Zeichen von Segen, ein Zeichen von göttlichen Segen, Nachkommen zu haben. Wir alle kennen die Geschichte von Abraham und Isaak, was alles an diesem Sohn hängt, den er bekommt. Wir alle kennen die Erfahrung der Unfruchtbarkeit der Elisabeth, die dann noch Johannes geschenkt bekommt. Unfruchtbarkeit wurde als Strafe Gottes gelesen. Und Fruchtbarkeit, selig der Mann, der so viele Kinder am Tisch hat, der seinen Köcher füllt damit, steht im Psalm. Also das war ein klares Zeichen für Segen. Petrus hatte eine Schwiegermutter, der erste Papst war also verheiratet. Logischerweise, wenn er eine Schwiegermutter hat. Wir kennen auch die Anweisung des heiligen Paulus, dass Amtsträger, Bischöfe und Diakone nur einmal verheiratet sein durften. Haben wir gerade gelesen im Timotheusbrief. Demgegenüber, oder nicht dagegen, aber um diese Weite zu behalten im Blick auf den Zölibat in der Bibel, steht natürlich, dass Jesus einerseits die Ehe als Gott eingesetzte, als Gott eingesetztes Gut erachtete, also das ist das, was in evangelischer Seite zur Disposition gestellt wird. Wir glauben, dass Jesus Christus das, was er da gemacht hat, nämlich dass die Ehe genommen und gesagt hat, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht scheiden, also als ein Sakrament einsetzt. Gott, Jesus, setzt die Ehe als Sakrament ein, einerseits, also er sagt nicht, das ist nicht selbstverständlich, weil manchen Kulturen und manchen auch christlichen Elementen später gab es dann den Vorwand, ja, Sexualität ist per se schlecht und die Ehe ist eigentlich eher so gefährlich, ja, das sagt Jesus nicht, aber er selbst lebt zölibatär. Und er empfahl auch denen, die akzeptieren konnten, die Ehelosigkeit. Wer es fassen kann, der fasse es, sagt er. Und sieht es auch als eine Form der Berufung. Es gehört zu dieser Weite dazu, et, sowohl als auch. Der Zölibat wird auch von Paulus diskutiert. Wir haben gerade die einen Stellen im Timotheusbrief gelesen. Er sagt aber an anderer Stelle, nämlich im Korintherbrief, dass er wünschte, jeder würde zölibatär leben, sagt dann aber, er weiß auch, dass das nicht jedermanns Berufung ist. Er sagt auch, dass die Unverheirateten sich mehr für das, was Gottes ist, kümmern können. Das sehe ich auch praktisch, ich habe einfach mehr Zeit, was ich sonst für Familie an Zeit aufwenden würde, kann ich jetzt für andere Sachen, fürs Gebet und für die Gemeinde und für Menschen auch aufbringen. Und das gehört dazu, das muss man einfach mal biblisch sehen, also weder das eine noch das andere wird apodiktisch festgesetzt, auch nicht für die Amtsträger, auch nicht für die geweihten Priester, auch nicht für die geweihten Bischöfe. Es ist also vielmehr, und das war auch immer Lehre der Kirche, kann man auch im Katechismus nachlesen, eine Frage der Disziplin und nicht der Dogmatik. Also Zölibat ist kein Dogma, es ist eine Frage der Disziplin. Dritter Punkt: Warum lebe ich zölibatär oder was kann ich geistlich dem Zölibat abgewinnen? Ich mag mal ehrlich sein, auf dem Weg meiner Berufung gab es verschiedene Stationen und eine war, dass ich gesagt habe, Herr, ich möchte dir nachfolgen, ich war bereit irgendwie auf seinen Ruf einzugehen und dann habe ich gemerkt, innerlich im Gebet erfahren, ich soll Priester werden, da war schon das erste Herr, also habe ich eigentlich keine Lust drauf, möchte ich eigentlich nicht. Dann konnte ich mich irgendwann darauf einlassen und ich kann mich heute noch an mein Gebet erinnern, Herr, da war ich schon ein bisschen theologisch gebildet, ich werde Priester, aber schaff den Zölibat ab, weil ich wusste, das ist kein Dogma,
schaff den Zölibat ab, dann werde ich Priester. Ja, weil für mich das so ein hohes Gut war, Familie, Kinder zu bekommen. Ja, das war für mich ein hohes Gut. Und etwas, was natürlich auch der innersten Sehnsucht meines Herzens entspricht. Und da sind wir beim ersten Punkt, den wir nie vergessen dürfen. Wir werden den Zölibat, die Gottgeweihtheit, nie ohne die Ehe verstehen. Es ist ganz interessant, dass das zusammengehört. Weil ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass der Zölibat, dass diese Ehelosigkeit lebbar ist, aber nur aus der Beziehung mit Jesus heraus. Also ich muss versuchen, klappt nicht immer, aber ich muss versuchen, mein Herz so von Gott füllen zu lassen, dass ich erfüllt bin. Natürlich brauche ich Freundschaften, natürlich brauche ich gute Freunde, natürlich brauche ich Menschen, die auch einfach menschliche Zuneigung mir schenken. Natürlich brauche ich diese tiefen und auch geistlichen Freundschaften, natürlich. Ich bin kein reiner Geist. Aber die tiefste Sehnsucht meines Herzens muss ich von Gott erfüllen lassen. Und darauf musste ich mich einlassen. Warum sage ich jetzt, wir brauchen die Ehe dafür, um das zu verstehen? Ja, weil das, was Jesus auch an Bildern benutzt, die Hochzeit des Lammes, wir werden die Jungfrauen, die ihre Lampe füllen mit dem Öl und warten auf den Bräutigam. Das, was alle Mystiker der Jahrhunderte und auch schon das Judentum als meist ausgelegtestes Buch hatte, ist das Hohelied, eine Liebeslyrik. Es wurde immer schon so gesehen, dass die Seele nach dem Bräutigam Jesus sucht. Also die Bilder, die Jesus selbst für unsere Seele und für unsere Beziehung und auch für die Ehelosigkeit, für die Sehnsucht, ganz für Gott zu leben, schon in diesem Leben nutzt, ist die der Ehe. Also Gott selber nutzt diese Bilder. Also brauche ich als Priester, um meine Beziehung, meine Ehe, meine Gottgeweihtheit oder auch als Ordensmann, als Ordensschwester, meine Gottgeweihtheit Gott gegenüber zu verstehen, die Ehe. Ich brauche Erfahrungen, wo ich sehe, Mensch, am besten bei Papa und Mama, aber natürlich auch bei anderen, dass diese Ehe gelingen kann und dass da zwei Menschen wirklich ein Leben auch bis zur Lebenshingabe füreinander leben. Und jetzt kommt etwas, was man vielleicht schlecht erwarten würde. Ich brauche auch das Thema der Körperlichkeit. Also ihr alle wissen, ich werde jetzt nicht zu tief in das Thema hineingehen, weil es schockt vielleicht manche, gerade in einer Predigt, aber ihr alle wisst, die tiefe Symbolik, die in der Körperlichkeit, auch in der Sexualität von Mann und Frau drinsteckt. Und in unserer Beziehung zu Christus muss auch unsere Körperlichkeit, muss auch die Erfahrung der Gegenwart Gottes, auch das Verliebtsein eine Rolle spielen. Ich muss oder darf, sagen wir mal müssen, weiß ich nicht, aber ich darf die Erfahrung machen, dass auch Papst Benedikt sagt in Deus Caritas est in Eros, also diese, wir sagen in Deutschland ist Erotik ein komplett schlechter Begriff, aber Eros heißt hingezogen sein, dieses affektive, gefühlsmäßige hingezogen sein zum anderen, kennen wir alle, wenn wir verliebt waren, sind, was auch immer. Das brauche ich auch Gott gegenüber. Das ist ein Element meiner Beziehung Gott gegenüber. Das kann ich nicht aussparen. Natürlich gibt es Trockenzeiten, gibt es auch in der Ehe. Doch Zeiten, wo dieses Thema Eros hingezogen sein zum anderen ziemlich trocken ist. Das soll aber nicht der Normalzustand sein. Und das spielt eine tiefe Rolle in meiner Beziehung zu Gott. Immer wieder auch. Ich muss hingezogen sein zu seiner Schönheit, zu der Freude, die er mir gibt, zu ihm als Person. Und dieses Hingezogensein, dieser Eros, führt dann lustigerweise in die Tiefe, wenn es mal schlecht läuft, wenn gerade es mal trocken ist. Weil dann stellt sich ja die Frage, bin ich hingezogen zu dieser Person oder nur zu irgendwelchen äußerlichen, hormonellen Dingen oder irgendwas? Oder bin ich wirklich hingezogen zu der Schönheit dieser Person, dem, was sie als Person ist? Bin ich hingezogen zu Gott als Person? Also lustigerweise dann, wenn man nimmer viel spürt, findet auch das seine Erfüllung. Warum kann die Ehe nicht ohne Zölibat, ohne gottgeweihtes Leben funktionieren oder ihre Fülle finden? Warum? Weil auch die Eheleute, wenn sie sterben, eben nicht mehr verheiratet sind. Natürlich wird der Ehepartner irgendwo im Himmel noch eine Rolle spielen. Natürlich verlieren wir die Leute, die wir lieben, nicht. Im Himmel ist die Fülle und die Leute zu verlieren. Wie das stattfindet, fragt mich nicht. Da müsst ihr Jesus fragen. Aber
wir werden im Himmel nicht mehr heiraten. Also das, was wir als Ordensleute, was wir als Priester leben, das spielt auch für euch eine Rolle als Verheiratete, weil ihr das im Himmel auch leben werdet. Ohne die Problemchen, die wir jetzt auf der Welt noch haben als Gottgeweihte. In der Fülle. Aber es ist schon ein Vorausbild. Deswegen, und das ist ein wichtiger Punkt bei meiner eigenen Verhältnis zum gottgeweihten Leben, zum Zölibat zu Gott, ohne Gott macht das Ganze keinen Sinn, ist klar. Und eine Gesellschaft, die Gott aus den Augen verliert und die das Gebet als nicht wichtig erachtet und die nicht mehr erkennen kann, dass das Wichtigste im Leben Gott ist, macht natürlich der Zölibat keinen Sinn und er wird zum großen Anker der Probleme. Er wird zu dem Skandalon schlechthin, ist klar, weil es sowas von auf Gott hindeutet und weil es ein Problem ist, wenn es Gott nicht gibt. Dann ist das Schwachsinn, muss man auch mal so sagen. Zölibat zu leben ist Schwachsinn, es ist dann reiner Verzicht, ohne Erfüllung. Wenn es Gott gibt, gibt es auch dieses Element der Erfüllung. Dann bin ich verheiratet mit Gott, bin ich Gott geweiht. Ich möchte die nächsten zwei Punkte schnell abschließen, aber das ist ein Thema, das man durchaus mal kurz beackern kann. Das Zweite ist halt, ich merke, dass es natürlich was mit der Beziehung zu Gott hat, wenn ich aus dieser Beziehung rausfall. Wenn ich mir die Zeiten der Anbetung, des Gesprächs mit Gott nicht nehme, merke ich selber, dass ich Probleme bekomme, den Zölibat zu halten, dass ich mich schwerer damit tue, Das ist ein Beispiel, wenn ihr verheiratet seid und ihr merkt, ihr investiert nicht genug in die Beziehung zu eurer Frau, zu eurem Mann, dann merkt ihr, dass es trockener wird, dass es schwieriger wird, dass der Nachbar vielleicht hübscher wird. Ist einfach so. Deswegen ist für mich die Anbetung, auch wenn ich es nicht immer schaffe, aber ich versuche zumindest, die Anbetung ein neuralgischer Punkt meiner Berufung, wo ich immer wieder das erneuern darf, diese erste Liebe. Und der letzte Punkt ist Maria. Gerade für mich als Mann spielt dieses Element Maria als auch diese Frau, der ich auch begegnen durfte, persönlich in meiner Berufung, schon eine wichtige Rolle, dass da eine, das hat sie jetzt, man muss aufpassen, dass man da nicht irgendwie zu doof wirkt, aber dass da eine Frau an der Seite ist, die meine Mutter ist, aber die mich auch als eine, die mich liebt, begleitet durch dieses Leben, auch von diesem, jetzt nicht eine gute Freundschaft mit anderen, aber so als im Glauben, als eine weibliche Bezugsperson, die mich auch durch das Leben begleitet. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen, man sagt heute auf Neudeutsch, cringe klingen, aber das ist für meine Berufung doch ein elementarer Punkt. Ja? Und deswegen ist der Zölibat etwas, was die Kirche unbedingt braucht. Und ich rate dazu, ihn nicht in den Krisenzeiten abzuschaffen, weil dieser Skandal, der aktuell ist, offenbart viel mehr über die ihn attackieren, als über das, was er wirklich ist. Nämlich es zeigt, dass wir eigentlich die Mitte unseres Lebens, die Mitte unserer Kirche, die Beziehung zu Jesus Christus immer mehr verlieren oder dass die uns immer mehr entgleitet. Das allein zeigt meines Erachtens diese Skandalisierung des Zölibats aktuell. Also beten wir, dass der Herr da uns wieder hilft, zu einer neuen Erkenntnis und neuen Bekehrung zu kommen. Und beten wir für alle Priester, die sich schwer tun, dass sie neu zu ihrer ersten Liebe kommen, dass alle Ordensleute neu zu dieser ersten Liebe finden. Gelobt sei Jesus Christus. Wir wollen aufstehen und unsere Fürbitten zu Jesus Christus.